euch! Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zu einem weiteren. Letztes Mal hat's geklappt. Metal, Leute. Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Freunde, herzlich willkommen zu einer, ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen soll, zu meiner Begräbnis, ich weiß es echt noch nicht. Auf jeden Fall treffen wir uns auf den frühen Morgen, weil es ist gerade Samstag 9 Uhr früh oder 10 Uhr. Ich habe noch immer keinen Plan, wann ich das Video hochladen werde, es ist gerade Donnerstagabend. Hol mir mal Luft. Aber was ich euch damit sagen möchte ist, heute spiele ich gegen den E-Sportler von FC Red Bull Salzburg, gegen Serchan Karagöl. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja der Content Creator für den FC Red Bull Salzburg und ja, jetzt mein jetziger Gegner wird eben Serchan sein, aktueller E-Sportler. Alleine schon, wie ich das ausspreche. E-Sportler natürlich, sorry Leute, die Sonne scheint, ihr seht es bei mir nicht. Ist das dein Ernst? Es würde mich sehr, sehr freuen. Gebt doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert, Glocke aktivieren, dividieren, multiplizieren, champonieren. Oh mein Gott, ich bin heute wirklich zu krass gelaunt. Ich meine, ihr wisst ja, mein Naturell ist immer ein bisschen fröhlich, aber heute ist das ein bisschen Hang zur Übertreibung. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Mama! Was laberst du? Twitter und Instagram von Serchan ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Gönnt ihr ein paar Follows, ihr könnt auch mir gerne folgen. Bevor ihr jetzt das Video seht, bevor ihr jetzt die Spiele seht, zwei Spiele werde ich jetzt gegen Serchan spielen, prediktet mal die Ergebnisse. Prediktet in den Kommentaren das Ergebnis. Spiel 1, bam bam bam, Spiel 2, bam bam bam. Ich werde ihn jetzt einladen, ich kenne nicht mal sein Team, aber ich weiß ganz genau, dass er immer im Durchschnitt 28 bis 29 Siege in der Weekend League erreicht. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Alter, das Intro ist so lang, es tut mir leid. Trotzdem gibt den Daumen nach oben. Wir gehen ab ins Spiel. Epic Music. So Leute, da ist er, Serchan. 87, 85, 81. LVK eSports ist eine Agentur, wo er unter Vertrag ist, neben den FC Red Bull Salzburg natürlich. Uff, ich bin gespannt. Schauen wir mal sein Team an. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sein Team aussehen wird. Boom! Ja, er hat Mbappé in Rot. Havertz, Ronaldo, sehen wir, Leute. Es ist einfach ein zu krankes Team einfach. Es ist ein zu krankes Team. Marco Rose auch als Trainer eingeschaltet. Ich werde auf jeden Fall etwas defensiver spielen. Ich schaue, dass ich sicher stehe, dass ich lange wie möglich das Spiel offen halte, dass so lange wie möglich die Null da steht. Bitte kein Anschlusshype. Außer ich habe den Anschlusshype. Abfahrt, ich bin mega, mega gespannt, Leute. Ja, so E-Sportler vom Ball trennen, Alter, Leute, das ist wirklich harte Arbeit. Was mache ich da, Alter? Ey, das war so unnötig. Ja. Oh, Gott sei Dank. Das war schön. Schöner Angriff, Alter. Schöner Angriff. 0 zu 1, aber war schon überfällig. Das ist Eusebio gewesen. Ja, Euse. Fuß. Fuß es. Stark. Alter, ich habe 0 Schüsse. Geiles Tor, Bruder. Geiles Tor. Es ist sehr schwer, den Ball abzunehmen. Sehr, sehr schwer. Krass. Zweites Mal. Ich glaube, das ist eine besondere Stärke. Das ist Antizipieren. Und er stresst sich nicht. Ich zum Beispiel, ich stress mich extrem. Aber man sieht halt, oder ist halt der Beweis, dass ich einfach ein Casual-Gamer bin. Ne? Einfach jetzt mal ein bisschen gechillter. Ich habe einen Schuss, Leute. Ich kriege einen Eckball, Leute. Wow. Man, er antizipiert echt sehr, sehr viel. Und er wartet quasi immer auf den Spieler, oder er schaut immer auf den Spieler, den ich auswähle. Das hat er gesehen, gut. Oder er hat antizipiert, dass ich den Innenverteidiger auswähle. Habe ich auch gemacht. Das sollte man ja an und für sich nicht machen. Sehr, sehr stark. 0 zu 5. Das ist eine echte Lehrstunde für mich. Wäre fast das 0 zu 6 geworden oder gewesen. Oh mein Gott! Was ist da passiert? Ich glaub's nicht! Oh no! Trifft doch Teil Finish! Leute, ich krieg Torschüsse! So, also, da einfach mal gechillter angehen das Ganze. Ich sehe das, dann rauf vielleicht da. So. Ja. Ja.
Leute, ich hatte halt jetzt gerade einen kurzen Lag im Spiel. Na klar. Auf jeden Fall fettes GG in die Kommentare, Leute. Wirklich, ich hatte jetzt keine Chance, aber ich werde jetzt mal Sergeant schreiben, er soll mir mal seine Taktiken geben und ich werde mal mit seinen Taktiken spielen. Hier, guckt hier nochmal, keine Chance, Leute, absolut no Chance, aber wirklich mit Ehre verloren. Ich hatte einen Postenschuss, Leute, so krass, okay, ich zeige euch das Ganze gleich. Also Leute, er spielt so, er spielt ausgeglichen, das ist an und für sich, das haben wir gleich. Breite, krass, wir haben eigentlich fast die gleiche Taktik gehabt. Fast die gleiche Taktik. Jetzt bin ich nur auf die Anweisungen gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall Hullet und Vera verschieben. Also bleibt. Diese zwei werde ich verschieben. Ich weiß nicht, was ich mit Ronaldinho mache. Ob ich den drinnen lasse? Ja, ich lasse ihn erstmal drinnen. Ich könnte auch Cristiano Ronaldo unter anderem reingeben, weil den habe ich auch noch. Untradable First Owner. So, Leute. Also, er spielt so. Ich weiß gar nicht, warum ich überall energisches Abfangen habe. Er spielt so. Stürmer bekommt keine Anweisung. Für Flanken in den Strafraum. Position halten, Defensive verstärken, auch für Flanken in den Strafraum, Flanken in den Strafraum, dann beide hinten bleiben, Mitte abdecken, also beide ZDMs hinten bleiben, Mitte abdecken und die Verteidigung ist auch hinten bleiben, also an und für sich eine komplette Standardtaktik, wenn man das so sagen kann, aber das mit der Breite, ich hatte die noch nie so breit und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis. Wir sehen uns jetzt im Rückspiel. So, nochmal sein Team. Also ist unnormal stark, sehr, sehr gut ausbalanciert. Man hat es auch im Gameplay gesehen. Und ja, er ist unnormal passsicher und lässt sich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Aber ja, für das trainiert man. Für das ist man E-Sportler. Diesmal ein bisschen geduldiger, nicht so auf Stress. Diesmal werde ich auch so ein bisschen Ball halten. Nicht sofort immer alles auf schnell machen. Let's go, Leute. Ich habe halt diese Ruhe am Ball nicht. Oh, schade. Auf jeden Fall ist es jetzt deutlich mehr Mittelfeldgeplänkel, Leute. Jetzt aber. Uff. Oh. Oh no. 1:0. Ich dachte jetzt, der Ball ist draußen. Was? 1:0 Harvard. Ey, ich bin gerade fassungslos, Leute. 1:0. Krank. Ich habe gehofft, dass ich den Time-Finish treffe. War aber kein Time-Finish. Uff. Das wird er nicht lange auf sich sitzen lassen. Aber ich bin gerade richtig konzentriert, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt sieht das Ganze wirklich anders aus. 90% Passgenauigkeit hat Sergio nur noch. Viel, viel weniger Ballbesitz. Und ich habe jetzt 87%. Krass, was so eine Taktik... Weil, Leute, ich weiß nicht, warum bei mir energisches Abfangen drin war bei meinen Offensivspielern. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt viel, viel sicherer. Glaube aber trotzdem nicht. Ich bin jetzt wirklich hoch konzentriert, habe ich vorher schon erwähnt. Glaube aber trotzdem nicht, dass ich dieses Ergebnis übers Ziel bringe. Mal gucken... Ich hab's gewusst, Leute. Boah, antizipiert! Oh mein Gott, rote Karte! Ich hab das antizipiert und der lasst ihn einfach aus der Dings flutschen. Der lasst ihn einfach nur durchflutschen, diesen Scheißball. Oh mein Gott! Mach jetzt nicht diesen, oh no. Ach du Kanne, ey, ich hab's, nein, ich bin gerade richtig, ach, dich her, oh mein Gott, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, generell, das war vorher auch der Ballverlust, das hätte jetzt alles, das war so unnötig gerade von mir, oh, unnötig, so ärgerlich, Leute, ach, ich bin gerade ein bisschen gefrustet. Boah, auch schön gemacht. Er kriegt Bauchweh, Ey, jetzt bin ich gerade richtig ein bisschen gefrustet. Ich meine, verdient es allemal. Ich meine, gut, im Real Life, wenn man einen Schuss im Bauch bekommt, ist es jetzt auch nicht so, dass er gleich aufsteht, dies, das. Aber es ist ein Simulationsspiel. Oh no. Ultra geile Taktik. Ultra cool. Ach, das war... Ach, diese rote Karte.
Priol mal wieder einen Schuss hin. Oh, ist vorbei. 3:1 verliere ich, obwohl ja fast die zweite Halbzeit einmal weniger. Ich finde das sehr, sehr schade, Leute. Das war ein dummer Fehler von mir. Vielleicht werde ich die ganze Szene einblenden. Das war, glaube ich, ein Fehlpass von mir resultiert. Und so ist das Ganze, ja, hat es seinen Lauf genommen. Beziehungsweise ich habe diesen Ball schon antizipiert, aber De Gea lässt diesen Ball einfach los. Das hat mich ein Spieler gekostet, das hat mich das ganze Spiel gekostet. Ah, jetzt hat er 4-2 gespielt. GG, Bro, schreibt da zurück GG in die Kommentare, Leute. Zweites Spiel war ich ultra zufrieden mit mir. Obwohl, ja, die Statistik sagt jetzt was ganz was anderes. Zweites Game deutlich besser verteidigt, schreibt Serjan. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Serjan ist auf jeden Fall natürlich mehrere Welten besser als ich, keine Frage. Aber trotz allem wäre wahrscheinlich diese rote Karte nicht gewesen. Man weiß es nicht. Man kann jetzt nur munkeln. Hinterlässt doch alle sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben auf das Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Hinterlässt gerne ein Abo, sollte ihr neu sein. Schönen Tag, Leute. Ciao!